Warum haben Sie sich für diesen Masterstudiengang entschieden? Das ist genau das, was mir eigentlich nur gefehlt hat. Ich komme aus der Ecke BWL, Betriebswirtschaft, und kam eigentlich dann zu dem Schluss, dass irgendwas noch fehlt, und zwar ist eigentlich der Mensch, die menschliche Komponente. Das habe ich auch, den MBA nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ja, das geht ja im Prinzip auch so wieder weiter, aber ich möchte also irgendwas machen, was also den Menschen im Mittelpunkt stellt. Und dann kam eigentlich dieser neue Studiengang und gesagt, genau, das ist es. Und war gleich der Erste, der mich angemeldet hat. Na super. Und was aus Ihrer Sicht zeichnet diesen Studiengang ganz im Besonderen aus? Also was ist es dann, dieser Umgang mit den Menschen? Was zeichnet den Studiengang aus? Warum würden Sie den anderen weiterempfehlen? Das kommt auch schon eben während des Studiums, während der Seminare kommt es zum Ausdruck. In Unterscheidung jetzt zu den vorhergehenden Sachen, das ist also eine fest definierte Gruppe, die sich immer wieder trifft letztendlich, die also auch gewisse Bindungen entwickeln kann. Und man lebt also im Prinzip auch die Praxis. Und natürlich auch immer dieser Wechsel zwischen Theorie und Praxis, der verstärkt zum Ausdruck kommt. Man verliert den Bezug also nicht zur Praxis. Und das ist wichtig dabei bei so einem Studiengang. Und konnten Sie Wissen aus Ihrem Studium schon direkt im Beruf auch anwenden? Hat Sie das weitergebracht beruflich? Mit Sicherheit. Und zwar, man schielt also immer auf Karriere. Gut, ist ja legitim in einem gewissen Alter. Aber ich bin natürlich schon im biblischen Alter von 59 Jahren. Da setzt vielleicht der Schwerpunkt ein bisschen anders. Dann man sagt, jawohl, vielleicht dein Wissen, das du mal vor 30 Jahren erworben hast, ist vielleicht nicht mehr up-to-date. Und es gibt neue Erkenntnisse letztlich auch. Und es gibt natürlich auch Sachen, die kannst du wunderbar mit einbauen. Also ich sehe es also eher modulartig. Ich kann also viele Sachen, Technik und so weiter und natürlich Erfahrungen, kann ich natürlich gerne mit rübernehmen in meinen Beruf. Entspannt ein bisschen, lässt weniger Stress aufkommen. Man sieht eigentlich Sachen aus anderen Perspektiven und so weiter, ein bisschen gelassen und so weiter. Und natürlich möchte ich vermissen auch den Kontakt natürlich zu den Mitstudenten. Sehr schön. Und was würden Sie der Eurofahrt noch abschließend sagen wollen? Gibt es noch irgendwas, was offen ist oder was Sie gerne einfach abschließend nochmal sagen würden? Ich habe es eigentlich wiederholt schon zum Ausdruck gebracht. Ich bin da seit 2006, kann man sagen, ja, nach Eurofahrt. Ich habe mich immer wohlgefühlt. Also ich muss sagen, toll, der Service und so weiter. Und vor allem ist es mit gelebt, das Ganze. Es ist nicht aufgesetzt, sondern wenn man ein kleines Problem hat und so weiter, man ist hilfsbereit. Also es ist für mich schon fast eine kleine Familie, zumindest sagen. Ich habe ganz gute Kontakte und ich komme gerne wieder her und sage gerne mal Grüß Gott und so weiter. Ist wirklich nett. Also ich habe mich da wirklich, auf Deutsch gesagt, auf Bayerisch, sau wohlgefühlt.